Los geht's, Leute. Wir müssen jetzt hoch zu Horror Kid. Da ist es. Schwester! Ah, Theo, wir haben euch gesucht. Hey, Horror Kid, wie wär's, wenn du diese Maske jetzt zurückgeben würdest? Hörst du mir überhaupt zu? Sümpfe, Berge, Ozean, Canyon. Rasch, die vier, die dort gefangen sind. Bring sie her! Du sprichst nur, wenn ich es dir sage, du törichte Fee! Nein! Lass meinen Bruder in Frieden! Horror Kid, glaubst du wirklich, wir wollen jetzt noch deine Freunde sein? Nun, was auch immer. Selbst wenn sie jetzt noch kommen würden, könnten sie nicht mehr mit mir fertig werden. Es zieht nach oben. Versuch doch, das Unabwendbare zu verhindern! Was macht er? Holy shit, jetzt kommt da der Mond runter! Darum sind im letzten Part Anju und die Vogelscheuche gerade am Fliehen. Termina wird von dem Riesenmond zerstört. Wir haben jetzt nur noch 5 Stunden Zeit. Also 5 Minuten. Wir benutzen unsere neue Fähigkeit und schießen eine Blase hoch. Womit Horror Kids dann unaufgepasst getroffen wird und unsere Ocarina zu Boden fallen lässt. Wir schnappen sie uns und kriegen die Ocarina der Zeit. Prinzessin Zelda hat sie dir einst dieses wertvolle Instrument überreicht. Platziere es auf die C-Knöpfe und drücke A und C, um den Artefakt magische Töne zu entlocken. Drücke B, um dein Föhnspiel zu unterbrechen. Plötzlich kehrt die Erinnerung an Prinzessin Zelda in dein Bewusstsein zurück. Du hast also tatsächlich vor, Hyrule zu verlassen? Auch wenn wir uns erst seit kurzem kennen, kommt es mir so vor, als würde unsere Freundschaft schon eine Ewigkeit wären. Unsere gemeinsamen Tage waren in Hyrule wirklich unvergesslich. Mein Herz sagt mir, dass der Tag kommen wird, an dem wir uns wiedersehen werden. Bis zu diesem Tag, nimm dies an dich. Ich bete, dass deine Reise eine sichere wird. Falls dir etwas zustößt, dann erinnere dich an dieses Lied. Dies erweckt Erinnerungen. Und es ist der allzeit bekannte Song Hymne der Zeit. Hymne der Zeit. Das passt gut. Kann uns die Hymne der Zeit jetzt aus dieser Lage rausbringen? Du erinnerst dich an die Hymne der Zeit. Diese Melodie, die am Rande deiner Erinnerung nachklingt, ist ein Lied voller Erinnerungen an Prinzessin Zelda. Wir haben momentan einen enormen Zeitmangel. Vielleicht wird uns dieses Lied helfen. Die Göttin der Zeit wacht über dich. Wenn du die Hymne der Zeit spielst, wird ihre Macht dir beistehen. Das sagt doch schon alles aus, Leute, oder? Wach auf, du sollst nicht in Erinnerung schwelgen. Wir brauchen dich jetzt hier und jetzt. Diese alte Ocarina kann es jetzt auch nicht mehr helfen. Zu Hilfe, Göttin der Zeit, bitte hilf uns, wir brauchen mehr Zeit. Ei, ei. Wer ein bisschen Zeit will, das kann er haben. Wir werden uns die Ocarina der Zeit ausrüsten müssen. Und wir werden spielen. Wow, Moment! Wo hast du denn dieses Instrument her? Unsere Ocarina ist jetzt eine Deko-Pfeife geworden. Die sich auch schön spielen lässt. Wir spielen unser neu errungenes, bzw. wieder
erinnerungsreiches Lied, die Hymne der Zeit. Und wir bekommen die Anfrage, ob wir speichern und zur Dämmerung des Tages zurückkehren wollen. Ja. Wir müssen fliehen, wir haben keine Möglichkeit. Und hier kommt auch der Teil, wo sich die anderen gefragt haben, warum hat Shiro sein ganzes Geld aufs Konto getan. Aus dem einfachen Grund, jedes Mal, wenn ihr einen Zeitsprung macht, werdet ihr alle Rubine verlieren, ihr werdet alle Pfeile verlieren, ihr werdet alle Bomben verlieren, ihr werdet alle Krabbelminen verlieren, ihr werdet alle Dekonisse verlieren, ihr werdet alle Dekostäbe verlieren. Ihr werdet einfach alles auf Null haben und müsst dann praktisch wieder auch bei Null anfangen. Und daher kann man das Geld schon vorher aufsparen, bevor man das macht. So habe ich es halt auch gemacht, ne? So. Und wir lassen wieder alles Revue passieren. Und wir sind tatsächlich wieder in der Dämmerung des ersten Tages. Es verbleiben 72 Stunden. Wir haben einen Zeitsprung gemacht. Wir haben wieder unsere 3 Tage. Was ist passiert? Alles... Alles hat von Neuem begonnen. Tatsächlich, der Mond ist wieder da oben, wo er ursprünglich war. Was hast du getan? Dieses Lied, dieses Instrument. Moment. Dieses Instrument? Warte, das ist es, dein Instrument! Der Masken hat doch gesagt, dass er dich zurückverwandeln könnte, wenn du ihm den wertvollen Gegenstand bringst, der dir gestohlen wurde. Hast du das etwa schon wieder vergessen? Die Leute scheinen sich nicht mal an all das zu erinnern, was passiert war. Gut, dann werden wir jetzt unsere reale Form wieder antreten. Wir haben unser Instrument Maskenhändler. Hast du dem Kobold dein edles Instrument abgenommen? Du hast sie! Dann hör mir zu, bitte spiele dieses Lied nach, das ich vortragen werde. Bringe es sehr gut ein. Und dieses Lied soll mir helfen? Werden wir geduldig drauf warten. Du hast das Lied der Befreiung gespielt. Befreiung? Wir kehren zurück in Links Unterbewusstsein. Und der Deku scheint zu verschwinden, der uns ursprünglich verschluckt hatte. Und uns ist wortwörtlich das Gesicht abgefallen. Wir haben unsere alte Form wieder. Puh. Diese Melodie hilft gegen böse Magie und unruhige Geister, indem sie in Masken verbannt werden. Das sollte dir in Zukunft weiterhelfen. Sehr gut. Zum Andenken an diesen Tag gebe ich dir diese Maske. Fürchte dich nicht, denn der Zauber ist in ihr versiegelt. Wenn du sie trägst, erlangst du wieder deine vorherige Form. Nimm die Maske wieder ab, um dich zurückzuverwandeln. Damit haben wir sogar unsere allererste Maske. Und zwar die Deku-Schale. Viel von deinem Antlitz. Drücke Start und positioniere sie in den Top auf die jeweiligen C-Knöpfe. Drücke dann C, um mit Hilfe dieser Maske in den Körper eines Dekus zu schlüpfen. Drücke C erneut, um dich zurückzuverwandeln. Nun, ich habe mein Versprechen eingelöst. Jetzt ist es an dir, deinen Teil des Versprechens einzulösen. Maske, du hast sie zurückbekommen, oder? Was hast du mir angetan? Wenn du meine Maske da draußen zurücklässt, wird etwas Furchtbares passieren. Diese Maske, die mir gestohlen wurde,
Es ist mit Showas Maske. Ihr haftet einen Fluch an. Es wird erzählt, diese Maske war Bestandteil von Hexenritualen des altertümlichen Stammes. Weiterhin wird berichtet, ein übler und feindseliger Schleier falle über denjenigen, der die Maske trägt. Wenn man der Legende Glauben schenkt, war das Unglück, das durch Majora's Maske angerichtet wurde, so groß? Dass die Urväter sie aus Angst vor einer größeren Katastrophe in Finsternis versiegelten, um weiteren Missbrauch zu vereiteln. Doch der Stamm ging unter, also weiß niemand von der wahren Natur der Kräfte, die dieser Maske innewohnen. Aber ich spüre sie. Ich bin weit umhergewandert, um diese sagenumwobene Maske zu finden. Und als ich sie besaß, spürte ich, wie sich ein düsterer Omen abzeichnete. Ich fühlte, wie das Entsetzen meiner Hand nach meiner Seele ausstreckte. Doch jetzt hatte dieser Kobold sie. Ich flehe dich an, du musst diese Maske bald wieder beschaffen, oder etwas Schreckliches wird passieren. Ich flehe dich an, du musst es schaffen. Wirklich? Du wirst das für mich tun? Ich war mir sicher, dass du dich so entscheiden würdest. Du schaffst das. Du bist dieser Aufgabe gewachsen. Hab Vertrauen in deine Fähigkeiten. Hab Vertrauen. Noch einmal eine kurze Geschichte zu ihm. Wir haben ja jetzt einen kurzen Zeitsprung gemacht. Wieso kann er sich daran erinnern, dass es vor dem Zeitsprung ein Versprechen gab? Es können sich alle Bewohner in Termina nicht daran erinnern, dass die Zeit zurückgespult wurde, aber der Maskenhändler konnte es noch wissen. Es gibt so viele verfickte Geheimnisse über diesen Menschen, über diese Figur, die nicht viel aussagt. Er scheint selbst Zeit zu kennen. Er weiß genau, dass er in 3 Tagen fliehen muss, wie es auch manche Dorfbewohner machen müssen. Aber er ist mir doch gefolgt, oder? Woher weiß er dann, dass es in 3 Tagen, obwohl er hier drin ist, woher weiß er dann, dass in 3 Tagen ein Absturz vom Mond stattfindet? Wieso will er da ausgerechnet in diesen 3 Tagen verschwinden? Ohne zu wissen, dass über uns ein Mond schwebt. Das ist für mich ein Rätsel, das wahrscheinlich noch ungelöst bleibt. Wirklich sehr, sehr mysteriös. Erneut. Diese Maske. Das Horror-Kid hat sie missbraucht, um all diese schrecklichen Dinge zu tun. Koste es, was es wolle, aber wir müssen das Schlimmste verhindern. Die Sümpfe, die Berge, der Ozean und der Canyon. Was wollte Tail uns damit sagen? Ich werde einmal die 4 Gebiete außerhalb der Stadt. Du findest sie im Norden, Süden, Osten und Westen. Aber was meint er mit die 4, die dort warten? Ich habe keine Ahnung. Wenn er nur rascher zum Punkt gekommen wäre, du solltest einfach losgehen und das herausfinden. Geradewegs durch diese Tür führt ein Pfad direkt in die Sümpfe. Das ist unser ursprünglicher Plan. Aber auch hier werde ich einen kurzen Planumschmiss machen. Keine Sorge, ich werde den Tempel machen. Ich werde auch die Hintergrundgeschichten, alles Mögliche machen. Ich werde, was das angeht, nichts überspringen. Zumindest noch nicht. So, jetzt holen wir uns noch die letzten 2 Rubine. Und holen uns dann unsere große Geldbörse ab. Und dann heben wir gleich auf einen Schlag alle unsere 200 Rubine ab. Und geben die dann für Wichtiges aus. Wir werden dann sehen, für was. So, hier ist nochmal Nord-Unruhstadt. Zu dem Punkt können wir übrigens später noch kommen. Hier können wir uns noch ein Herz erholen, das mache ich geschwind. Und zwar können wir jetzt, weil wir in der Mensch sind, wieder hochklettern. Hier entlang. Und nicht runterspringen. Verdammt. So, nochmal. Noch einmal. Probieren wir es nochmal. So. Und dann jetzt hier entlang.
und hier drauf. Und jetzt genau ziehen. Tababanga! Und wir haben ein Herzteil erhalten. Perfekt. So. Und jetzt, wie gesagt, zahlen wir jetzt unser Geld erstmal ein. Und holen dann erneut nochmal die Fee. Um sie wieder zur großen Fee umzuverwandeln. Denn sie hat ja im letzten Part bereits erwähnt, dass wenn wir unsere menschliche Gestalt wiederbekommen haben, dass sie uns dann erneut helfen wird. Das machen wir dann. Aber auch hier können wir erstmal das machen. Wir können die Eule wortwörtlich aktivieren. Es gibt auch einen kleinen, aber feinen Unterschied in der japanischen und in der europäischen bzw. amerikanischen Version. In der japanischen Version waren diese Eulen nur als Transporthilfsmittel. Das kann ich schon mal sagen. Man kann zu den Orten beamen später, wo man die Eulen aktiviert hat. Mehr konnte man in der japanischen Version nicht. In der deutschen hingegen können wir auch noch zwischenspeichern. Sprich, nur temporär speichern. Nein, möchten wir natürlich nicht. Das war in der japanischen Version nicht möglich. In der japanischen Version musste man praktisch immer die 100er Zeit spielen, um abzuspeichern. Andere Speichermöglichkeiten gab es nicht. Das gab es, wie gesagt, jetzt hier nur in der europäischen und in der amerikanischen Version. Armschweine von Japanern. Die tun mir da so leid, dass sie solche blöden Methoden machen müssen. So, jetzt holen wir uns erstmal die große Rubintasche, in dem jetzt diese zwei letzten Rubine einzahlen werden. Gut. Perfekt. Und jetzt haben wir 200 Rubine. Und jetzt kriegen wir wie die bereits versprochene Prämie, und zwar die große Geldbörse. Und es kann bis zu 200 Rubine tragen. Ist ursprünglich für Erwachsene gedacht. So, jetzt werde ich alles Geld wieder abheben und alles abziehen. Es wird später eine sehr einfache Version geben, wie man an Geld kommt. Achso, nee. Jetzt habe ich es versehentlich falsch angewählt. Ich will abheben natürlich. Das freut ihn überhaupt nicht, wie man sehen kann. Er klopft schon gar nicht mehr, weil er schon mit Schlimmsten rechnet. Jetzt hebe ich 200 Rubine ab. Und er ist schockiert. So, jetzt haben wir enorm viel Geld. Und jetzt holen wir uns unser erstes Item. Und zwar die Bomben. Man kann sich tatsächlich Bomben holen. Herzlich willkommen. So. Hier kann man sich wirklich Bombentaschen kaufen. Für 50 Rubine. Und wir können uns natürlich auch noch Krabbelminen holen. Da hole ich mir gleich zwei. So. Fertig, perfekt. So, jetzt haben wir sowohl Krabbelminen als auch Bomben. Und mit denen kann man echt viel Scheiße machen. Aber wie gesagt, das werde ich noch nicht machen. Vielleicht mal als kleines Bonus-Event, sage ich mal. Gut, ich habe ja bereits erwähnt, jetzt will ich die Fee nochmal holen. Das machen wir auch. Denn auch von der großen Fee können wir etwas geschenkt bekommen. Übrigens haben wir insgesamt 24 Masken zu sammeln. Und ich habe gerade mal eine. Ist das nicht toll? Es soll auf jeden Fall einige Parts benötigen, ganz klar. Und ich will so gesehen eigentlich alle Masken sammeln, die es zu sammeln gibt. Das machen wir. Ich werde die aber in einer anderen Reihenfolge machen, weil ich weiß nicht, welche Maske ich ab wann bekommen kann. Darum, ich spiele nach Intuition. Und so weiter und so fort, und da kommt nichts raus. Sehr enttäuschend. Jetzt wollte ich eigentlich hier hin, ne? Ja, perfekt. Weiterhin ist es bei Link so, dass er, wenn er rückwärts läuft, auch in dieser Version wesentlich schneller ist. Das haben sie noch nicht gefixt, das ist aber auch gut so. Und wir brauchen wahrscheinlich nochmal erneut unsere neuen Kräfte. Und zwar die Kraft eines Dekus. Wenn natürlich die Fee da ist, aber das ist sie nicht. Dann ist sie nämlich an einem anderen Ort, den wir nicht besucht haben, und zwar dem Waschplatz. Da gehen wir jetzt zuerst hin. Also man sieht hier, es ist in dem Spiel so viel Scheiße, die man noch machen muss. Also ich kann es gar nicht so weit ausholen. Das Spiel ist an sich wirklich mit Minigames ausgefüllt, sage ich mal. Also es ist wirklich enorm extrem. Oh, das hätte treffen müssen. Probieren wir es nochmal.
Perfekt. Nein! Oh, ich habe einen Glitch gemacht. Wie habe ich jetzt den Glitch gemacht? What the fuck? Okay, das war mein Glitch, das war mein Glitch. Den hat vorher niemand gemacht. Wie habe ich das jetzt hinbekommen? Das muss ich in der Aufnahme nochmal sehen. Ich bin drüber gesprungen, da versehentlich einen Sprungangriff gemacht. Und durch den Sprungangriff bin ich wieder ins Wasser gefallen. Das hat dann die Cutscene abgefuckt. What the fuck? Okay, das muss ich mir aber nochmal angucken. Das ist ein sehr komischer und total unnötiger Glitch gewesen. Whatever. Man sieht, man findet selbst noch in 2013 Glitches, die einen Beitrag leisten dazu, wie man ein Spiel schnell durchspielt. Aber ich schätze mal, dieser Glitch wird so gesehen mir überhaupt nichts bringen und auch für andere Let's Player nicht oder Speedrunner, je nachdem. Aber trotzdem ein süßer kleiner Fehler. Muss man schon sagen. Jetzt muss ich aber gerade mal überlegen. Ich glaube, ich habe jetzt eigentlich schon lange genug aufgenommen. Ich hole jetzt nur noch mein Geschenk ab bei der großen Fee. Und dann werden wir uns im nächsten Part wiedersehen. Eine Sache will ich trotzdem noch erledigen, das ist ganz klar. Aber erst im nächsten Part, wie gesagt. Wir sind jetzt momentan mit den Aufgaben total fertig. Ich bin glücklich, der Part war gut, meiner Meinung nach. Und ja, es kann normal weitergehen dann. Oh, Taya und du, junger Freund. Hab Dank für eure wertvolle Hilfe. Ich bin die große Fee der Magie. Alles, was ich dir geben kann, ist als Zeichen meiner Dankbarkeit, lasse ich deine Schöpfung von dir nehmen. Also, die Feen heilen uns prinzipiell immer voll auf, als würden wir einen blauen Trank schlucken. Ganz einfach. Coole Sache, aber naja. Kann man sich eigentlich auch sparen, weil das, man findet normal immer Magie und Herzen in Gräsern. Also, kein Problem normal. Oh, junger Freund, vier Tempel beherrschen das Land. In ihnen findest du verirrte Feen, wie ich es einst seine war. Ich bitte dich, finde diese Feen und bring sie zu ihren Quellen zurück. Auch sie werden sich für deine Hilfe erkenntlich zeigen. Erlaube mir, dir ein Geschenk zu überreichen, welches verhindern wird, dass die verirrten Feen vor dir Angst haben. Das ist eine geniale Erfindung. Du hast die Feenmaske erhalten, unsere erste bzw. zweite Maske im Spiel. Genial. Dankeschön, große Fee. Und damit ich sie mal zeige, machen wir es mal. Wir zeigen sie mal. So, damit meine Tasten nicht mehr so leer aussehen. Und das ist sie. Okay. Probieren wir mal die Deku-Maske. Mindfuck. Als Kind habe ich mich damals so erschrocken. Und jetzt sind wir wieder Deku-Link und können uns auch dementsprechend wieder zurückverwandeln, wie es der Maskenhändler uns das versprochen hat. Perfekt. Und ja, ich denke, das war's für diesen Part. Und im nächsten Part werden wir noch eine Kleinigkeit erledigen. Und zwar das hier. Dazu brauche ich aber den Deku-Link. Ich würde sagen, man sieht sich dann im nächsten Part von The Legend of Zelda Majora's Mask. Und was wir dann mit diesen Kindern hier vorhaben, mit diesem Kind vor allem, das sehen wir dann im nächsten Part. Bis dann, Leute.